Ein neues Video, meine Lieben. Was wurde aus? Und Celine Bethmann sitzt neben mir. Und ja, der Sieg von ihr, oder besser gesagt von dir, kann ja direkt mit dir sprechen, du sitzt ja neben mir, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. 2017 hast du gewonnen, genau. Ne? Und ich möchte heute herausfinden, oder wir wollen euch besser gesagt erzählen, was alles so seitdem passiert ist, wie es sich entwickelt hat, wie es jetzt rückblickend war. Und ich würde sagen, los geht's. Ihr Lieben, ein neues Video, Teil 7 von Was wurde aus, und ich bin echt froh, dass du da bist. Ja, wir sind deine Nachbarn. Ja, ja. Jetzt, genau. Tatsächlich. Ja. Wir freuen uns jetzt schon mal mega auf euer Feedback, auf ganz viele Daumen nach oben. Ihr könnt sie gerne abchecken bei Instagram, und bevor jetzt irgendwelche komischen Kommentare entstehen, dachte ich, sage ich das einfach. Ja, wir kennen uns ja schon von Anfang an. Also, ja. Ne? Ja, aber trotzdem müssen wir ja jetzt hier mit der Kamera die Geschichte so erzählen, weil es wäre blöd, wenn ich das mache. Also eigentlich ist das hier für dich eine gewohnte Umgebung. Ja, ich kenn die Wohnung, ich kenne euch. Es sah damals ein bisschen anders aus. Ja, schon. Aber wenn man jetzt viele Jahre zurückblickt, ist es total witzig, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Total. Aber es ist nicht das Ende. Nein. Es ist nicht das Ende. Nein. Erzähl mal so ein bisschen. Also viele Sachen weiß ich, viele Sachen natürlich auch nicht. Aber es geht ja wirklich in erster Linie darum, den ganzen Menschen zu erzählen, wie das alles so war. Genau. Du hast dich, wie wir alle wissen, bei Germany's Next Topmodel beworben. Warum? Warum? Gute Frage. Ich wollte eigentlich schon immer Model werden. Ja. Und wollte mit 17 hingehen, also als ich 17 war. Und dann war meine Mama so, nein, du wartest noch mindestens ein Jahr, dann bist du 18, kannst du hingehen. Und ein Jahr später wollte ich halt immer noch unbedingt. Ja. Hab gesagt, okay, ich fahre jetzt zum Casting. Und dann war meine Mama so, okay, wenn du fährst, dann komme ich mit und unterstütze dich. Und ja. Also sie war auf jeden Fall... Sie war zuerst so, ja, mach zuerst mal die Schule zu Ende. Und dann, okay. Aber ich wollte unbedingt hin und konnte mich keiner halten. War das für dich zu dem Zeitpunkt keine Option, dich einfach bei einer Modelagentur zu bewerben? Oder hatte man da einfach noch eine andere Vorstellung vielleicht von der Sendung? Ja, gute Frage. Also ich wurde vorher schon mal gescoutet, auch in Köln. In Köln von das Model Management, das Hamburg. Und aber das Ding ist ja, ich kam aus einer relativ kleinen Stadt. Meine Mama macht gar nichts in dem Bereich. Meine Mama ist Erzieherin. Sonst so, ich kannte niemanden, der wirklich modelt, und es war halt zu, es war zu risky einfach, zu irgendeiner Agentur zu gehen. Ich hatte gar keine Ahnung von Business und war so, okay, irgendwie, für mich gab es nur die Chance, okay, ich gehe zu Gypsy Top Model, um zu modeln. Verstehe ich. Ja. Ja, ich glaube, es geht vielen so. Ja, ja. Wie hast du dich selber eingeschätzt, als du zum Casting gegangen bist? Ja, gute Frage. Also hättest du überhaupt damit gerechnet, dass du genommen wirst? Nee, meine Mama auch nicht. Was? Echt? Also, nein? Meine Mama glaubt schon an mich, aber dort waren halt so viele hübsche Mädels, und das hat mich eingeschüchtert, aber auch meine Mama, und dann, ja, keine Ahnung. Aber ja, es war eh alles so surreal. Es war ja, also ich war vorher noch nie auf einem Casting, oder ich kam ja wirklich von der Schule dahin mit meiner Mama. Aber wie war das dann? Also ich meine, du wurdest genommen, und dann vergeht ja immer noch mal so ein kleines bisschen Zeit, bis gedreht wird, gehe ich jetzt mal von aus. Ja, ne? Genau. Es sind ja mehrere Castings. Es ist so, es ist Vorcasting, noch ein Vorcasting, und dann wird ja erst gefilmt. Ja, aber irgendwann warst du in der Sendung. Ja. Wie krass war das? Sehr krass. Ich kann mich noch erinnern. Also ich durfte ja auch nichts erzählen in der Schule, bin dann halt immer zwischendurch wieder noch in die Schule gegangen, und ja... Wir sind hier dann als erstes aufs Schiff. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall krass, Koffer zu packen, und ja. Warst du aufgeregt? Also sehr aufgeregt. Ich war also in der ganzen Drehzeit eigentlich auch. Wir hatten ja dann auch Drehpausen. So mein ganzes Leben und so die Gedanken und alles hat sich nur darum gedreht. Also als wir diese Drehpausen hatten um Weihnachten rum, ja. Konnte ich eigentlich, also ich war so richtig so in meinem eigenen Film, weil ich wusste, danach geht's weiter, ja. Und ja. Genau. Warst du die ganze Zeit dann so kontinuierlich aufgeregt, oder konntest du irgendwann, also hast du dich irgendwann so ein bisschen an diese ganze Fernsehsituation gewöhnt? Während des Drehens? Mhm. Nee, ich war durchgehend aufgeregt, also... Du warst ja auch... Ja, weil das Ding ist, wir, also die Kandidaten wissen ja nicht, was jeden Tag passiert, also wir sind aufgewacht, wurden geweckt oder sind aufgewacht, und dann...
das hat man ja normalerweise nicht. Also es ist wirklich jeden Tag, wusstest du nicht, okay, setze ich jetzt irgendwo einen Wagen rein und fährst irgendwo hin und weißt nicht, was du dort machen musst. Und ja, schon eine krasse Erfahrung. Wobei man ja mal sagen muss, wenn ich mich zurückerinnere, also erstmal, du hast ja schon einen guten Start gehabt, ne? Also ich meine, es war ja diese Teams, beide wollten dich haben. Ja, und ich erinnere mich auch noch daran in der Situation, ich glaube, das war am Flughafen, da musstet ihr so eine Laufbahn laufen, da bist du ja auch gleich direkt weitergekommen, dass du gar nicht mehr den Entscheidungswurf machen musstest. Ja, aber hat dich das nicht irgendwie so ein bisschen, hat dir das ein bisschen Selbstsicherheit gegeben? Oder hast du trotzdem jede Woche irgendwie gedacht, so, boah, ich glaube, das könnte meine letzte sein? Also während der Sendung, als wir es gedreht haben, ich dachte jede Woche, ich fliege raus. Ich habe das auch jede Woche am Telefon meiner Mama gesagt. Und sie war so, okay, sie kommt bald. Das klingt nicht cool, sie kommt. Und, aber es wurde auch wieder anders ausgestrahlt, als es eigentlich war. Weil eigentlich habe ich nicht so gute Kritik bekommen bei der ganzen Sendung. Was halt so... Deshalb war ich nicht wirklich so krass selbstsicher, weil ich dachte, okay. Ja, ich dachte, ich bin wirklich jedes Mal kurz vorm Rausfliegen, aber das wurde alles nachher gar nicht gezeigt. Also, ach, krass. Ja. Ah ja, okay. Du warst, also das würde ich empfinden, ich meine, es sind ja auch ein paar Jahre dazwischen, du warst damals auch schon ein bisschen deutlich zurückhaltender als heute, ne? Ja, heute voll. Bist du viel mehr... Ich habe ja auch in der Zwischenzeit viel erlebt. Ja. Da kommen wir noch drauf. Ja. Du hast dich sehr verändert, also positiv so. Aber ich war ja auch noch super jung. 18 warst du, oder? Ja, ich war schon, ja, ich weiß, also manche sind mit 18 auch schon weiter, aber ich kam da aus dieser Kleinstadt dahin direkt. Ja. Hab vorher noch nicht so viel von der Welt gesehen gehabt und das war dann so. Und dann steht Heidi Klum vor dir. Ja. Mit Kameras und alles. Ja. Hattest du das Gefühl, dass Heidi Klum ein kleiner Fan von dir war? Weil das Gefühl hatte ich nämlich immer. Finde ich schwierig zu sagen. Man kann das schlecht selber einschätzen, ja, oder? Das sowieso. Und so viel hatten wir auch mit Heidi jetzt nicht zu tun. Also, ich kann nichts Schlechtes sagen, ich kann aber nichts. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wir uns mega gut verstanden hätten, wir tolle Gespräche hatten. Weißt du, so. Es ist ein Job, ne? Kameras angedreht und Kameras aus und sie geht nach Hause und du gehst in deinen Model-Look. Und sie macht ja noch andere Shows. Genau. Und sie ist halt auch busy. Mir hat nämlich mal jemand erzählt, aber das erzähle ich dir erstmal, die Kamera aus ist, ja? Mhm. Eine Kandidatin, dass man wohl angeblich manchmal merkt, ob sie jemanden mag oder nicht so. Okay. Und ich hatte so von der Ausstrahlung immer das Gefühl, sie mag dich, aber. Ich bin ja Krebs. Und. Okay. Ich bin da sehr sensibel und ich glaube, wenn mich jemand ansatzweise nicht mag, dann weiß ich das auch. Okay. Also wahrscheinlich mochte sie mich oder... Scheinbar, sonst hätte sie sich wahrscheinlich nicht zur Gewinnerin gekürt. Ja, ich glaube, Leistung und Sympathie gehören ein bisschen zusammen. Ja. Hast du dich eigentlich wohlgefühlt während der Drehzeit? Weil das sagt ja auch jeder was anderes, weil es ist ja schon irgendwie krass. Du bist in so einer Bubble, jeden Tag ist was anderes, du bist... abgekapselt von zu Hause und wir alle wissen, du warst das erste Mal in der weiten Welt, du warst sehr zurückhaltend, super jung. Ja. Hast du dich wohlgefühlt oder war das für dich nicht so eine coole Zeit? Doch, also so rückblickend bin ich da hingegangen, habe das wirklich durchgezogen. Es gab da auch Zeiten, wo ich die Family vermisst habe und so, aber für mich gab es gar keine Option, es abzubrechen oder keine Ahnung, dann ein Loch zu fallen. Irgendwie, ich war so richtig wie in meinem eigenen Film. Also ich habe das einfach knallhart durchgezogen. Aber konnte man das genießen? Schon. Also man ist schon krass abgekapselt gewesen von der Welt und wusste halt nie, was passiert. Und waren halt auch sehr abhängig von der Produktion. Wir durften ja nicht raus. Und, als wir in L.A. waren und dann Tage hatten, wo wir ein, zwei Wochen dann gar nichts gemacht haben, wirklich dann nur die Zeit abgesessen haben, das ist dann schon hart. Weil das glaube ich. Weil kannst ein bisschen, nicht abhängen, wir haben Mandalas gemalt, aber du kannst nicht raus, ohne zu fragen oder ohne die Nanny und ja. Das ist sehr gefährlich, ne? Das ist auch so, weißt du, das ist glaube ich, vergleichbar, wenn man mal mental in einer blöden Situation ist, ist das Schlimmste Langeweile. Natürlich. Nichts zu tun, weil dann fängst du nämlich an, über ganz komische Sachen nachzudenken. Da haben auch die meisten dann Heimweh gekriegt, den Freund vermisst oder die Family. Und, ja, genau, also. Ja. Ihr wart ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eine relativ harmonische Staffel, ne? Ja, eigentlich schon. Das heißt, da gab es eigentlich nicht wirklich Drama. Nee. Das heißt, du musstest dich nicht mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Ziegen auseinandersetzen, die den ganzen Tag Terror gemacht haben. Das war bei dir, glaube ich, eine Staffel nämlich nicht, nee. Nee, und auch generell, ich war da ja
eh zurückhaltend. Du hast dich eh aus allem rausgehalten. Irgendwie hatte ich da wirklich so die Einstellung, so, ja. Also ihr könnt alle euch untereinander, also es gab natürlich ein bisschen Stress, aber nicht extrem. Nee. Du bist ja dann ganz gut durchmarschiert, hast einige Jobs bekommen, bist dann ins Finale gekommen. Wie war das für dich, als dir gesagt wurde, du bist jetzt im Finale? Ja, das ist auch so. Ich habe es erst später realisiert, als ich dann wieder im Flieger nach Hause saß und dann die Zwischenzeit, also bis die war extrem, bis zum Finale, weil man halt immer nur von Donnerstag zu Donnerstag gelebt hat. Also ich habe immer jeden Donnerstag einfach abgewartet, dass es endlich weitergeht bis zum Finale. Damit irgendwie geht das Leben sonst für einen nicht so richtig weiter. Man darf nichts sagen, also man darf nichts sagen, man darf nichts zeigen, auch nicht auf Instagram. Verstehe ich. Und es fragt ja auch jeder danach, wie weit bist du gekommen? Ja genau, ich bin dann noch zur Schule gegangen. Du bist ja zurückgekommen, als die Sendung schon lief, ne? Das heißt, die ersten Folgen hast du gar nicht im Fernsehen gesehen. Nee. Und dann geht man zur Schule und alle kennen, also meine, gut, in der Schule kennen die Leute einen auch so, aber natürlich dann noch viel mehr. Ich meine, die gucken alle die Sendung. Die Lehrer und... Ist das gut oder schlecht? Also ich kann nichts Gutes über meine Lehrer erzählen. Ich finde, die haben sich nicht neutral verhalten. Ich konnte wirklich nicht weiter zur Schule gehen. Also ich wurde wirklich teilweise von den Lehrern halt eher von den Lehrern so fast schon gemobbt. Also echt? Ich finde, es ging gar nicht. Meine Schwester hat die Schule gewechselt. Wow. Es war wirklich. Es waren aber nicht die Schüler. Die Schüler sind halt alle sehr neugierig und klar wird getuschelt. Ja. Aber was war denn das Problem von? Ich höre leider oft Schauergeschichten über Schulen, leider auch oft über Lehrer. Mhm. Oft sind Lehrer das Problem. Haben die dich dann so abwertend behandelt? Oder? Ja, und so, ich kann jetzt zum Beispiel Geschichtslehrer, aber der hatte also so Kommentare einfach zwischendurch. Ach, das Model meint, sie muss jetzt nichts sagen oder so. Ah. Wenn die mich drannehmen oder ach, du lachst ja viel mehr im Fernsehen, als du es hier tust oder so. Okay. Natürlich ist jetzt nicht lachend Geschichtsunterricht. Ja. Unwahrscheinlich. Und selbst wenn ich anders im Fernsehen bin als da in der Schule, das hat die ja nichts anzugehen. Das ist komisch, wenn man bedenkt, dass es eigentlich Pädagogen sind, ne? Mhm. Also ist ja nicht so schön, wenn dann du Probleme hast, deine Schwester noch die Schule wechseln muss. Also da hat man zum ersten Mal die negativen Auswirkungen dieser Fernsehshow gehabt. Ja, ja. Also, klar, weil hat halt nicht nur positiv. Genau. Okay. Und dann musst du ja ständig warten, verstehe ich, bis das Finale ist, weil man ja auch wissen will, okay, bin ich jetzt 4, 3, 2, 1, so. Mhm, Wie aufgeregt warst du denn in der Finalwoche? Irgendwann musst du ja dann zu den Proben. Genau. Während den Proben, ich war die nervös. Also ich war so mit den Nerven runter, das ist wirklich nicht normal. Ich war einfach, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte aber die meiste Angst, nicht vor der Platzierung, sondern vor den Menschen. Und das ist ja krass, verstehe ich total. Ja. Da gucken ja richtig viele Leute zu. Ja, ja, und ich weiß nämlich, dass so Letizia oder so, die waren so relaxed, so die Woche davor. Ja. Aber dann, als das Finale war, war ich wirklich, ich weiß nicht, man könnte echt meinen, man hätte mir irgendwas eingeworfen. Hat man hoffentlich nicht. Nein, hat man nicht. Aber ich war so relaxed. Wahrscheinlich war ich die Woche davor schon so. Ich kenne das aber. Ja. Vorher mega Drama und Angst und dann bist du in irgendeiner Situation und dann geht's. Aber sag mal, redet man in der, also ich meine, die Familie weiß, okay, du bist im Finale und dann bist du da, redet man darüber, wie das ausgehen könnte? Also setzt man sich vielleicht auch damit auseinander, so, ey, ich könnte hier tatsächlich gewinnen? Mm-mm, nee? Gar nicht. Also mir war das klar, dass du gewinnst, aber scheinbar bei dir in der Familie war es niemandem klar. Nee, vielleicht sieht man das auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, kritischer. Also man redet da gar nicht so drüber, ja? Weil man muss ich habe nicht drüber geredet, aber es würde ja auch nichts beeinflussen, oder? Also, ich meine so, okay, was passiert denn, wenn man jetzt wirklich gewinnt? Wie verändert sich das Leben? Man muss ja danach auch so ein paar... Nee, wir haben da gar nicht. Okay. Es war so... Ich hätte halt auch nicht... Ich war mir gar nicht sicher, dass ich gewinne. Also, ich glaube selber... Ich meine, es wird jetzt auch total für die Leute, die da draußen wie und jetzt sagen, ja, mir war klar, dass ich gewinne. So ist die natürlich total blöd. Selber denkt man das wahrscheinlich auch nicht. Oder man will diesen Gedanken vielleicht auch gar nicht zulassen, weil man will sich auch nicht enttäuschen. Ja, genau, weil man sich ja, ja, eben. Aber ich meine, spätestens als du in Top 2 mit Selina warst, musst du ja gewusst haben, so, wow, entweder sie aber, oder aber, ich. Ja, aber nee, nicht gedacht habe ich den ganzen Abend fast nicht. Es war einfach nur, also wir hatten ja ein Programm und mussten, ich habe es einfach alles abgespielt, was wir die Woche vorher gelernt haben. Und dann standen wir zwei da und dann, das ging alles so schnell. Ich meine, das Finale ist ja auch an sich nicht so lang. Ja. Und dafür passiert ja schon viel. Also es wird ja wirklich nach und nach
keine Ahnung, der erste Walk, der zweite Walk, die nächste fliegt und dann bist du so, okay, umziehen, weil die Leute sehen ja am Ende nur, wenn du auf der Bühne bist, du bist ja hinten noch, bist ja nachgeschminkt und ja. Dann hast du gewonnen. Mhm. Genau. Hast du es realisiert? Ja, so an dem Abend nicht, richtig. Also auch nicht. Aber so am nächsten Tag habe ich es dann irgendwie, ja. Du bist ja erstmal langsam an. Ja, du bist ja erstmal nach dem Finale zurück ins Hotel, hast dich umgezogen. Genau, mit dem Bodyguard. Hast mich dann in der Lobby getroffen. Ja, zufällig. Genau, stimmt. Zufällig. Und genau, dann ist Aftershow-Party. Und was macht man dann am nächsten Tag? Fährt man dann ganz normal nach Hause, als wenn nichts gewesen wäre? Ja, oder, genau. Oder ich bin aufgewacht. Ich habe ja allein im Hotelzimmer geschlafen. Bin aufgewacht. War unten im Hotel frühstücken. Und dann bin ich meinen damaligen Freund nach Hause gefahren. Ja, und dann nach Koblenz. Und dann war Wochenende und... Und dann ist erstmal wahrscheinlich nichts. Du bist so, okay. Verabschiedet sich, ja, aber verabschiedet sich Heidi dann noch? Sieht man die noch auf der Aftershow-Party mal kurz? Oder ja, sie war noch kurz auf der Aftershow-Party. Okay, dann ist man wieder zu Hause und dann geht's nochmal Leben weiter? Ja, nee, eben nicht. Aber auch irgendwie, du bist erstmal so, okay, krass. Also, weil dann, ich finde, dann realisiert man so zuerst mal, okay, du bist die ganze Zeit so krass. Es wird, also es ging so das letzte halbe Jahr oder noch länger, ging es ja nur darum, entweder weit zu kommen, zu gewinnen. Einfach, es ging alles um die Show und dann ist es so vorbei. Cut. Und dann bist du so, okay, wie geht's jetzt weiter? Wie ging es denn dann weiter? Oder eher die Frage, was hattest du für eine Erwartung, wie es weitergehen sollte? Ich dachte auf jeden Fall, es geht richtig krass weiter jetzt. Also, dass ich direkt, keine Ahnung, Jobs habe. Klar, also man hat auf jeden Fall... Also schon hohe Erwartungen. Ich meine, die Sendung heißt wie? Germany's Next Topmodel. Ja, und dann, ich glaube, genau, eigentlich der Montag danach war ich dann direkt im Frühstücksfernsehen. Das war halt so der erste Job. Ist es das, was du dir erhofft hattest? Naja, also dass erstmal Interviews kommen, war schon klar. Ja, ja. Aber danach kam dann auch zuerst mal nichts. Und dann war ich so... Also du wolltest schon wirklich modeln, ne? Ja, genau. Ja, ich wollte halt echt professionell einfach modeln. Nicht, also ich bin halt nicht hingegangen, um Influencer zu werden oder so. Weil damals war es auch gar kein, es war nicht so ein Riesending wie jetzt. Das stimmt. Ja. Es war damals gerade so, so in der, also es hat sich gerade so entwickelt. Mhm, ja, würde ich auch sagen. Ja. Dass es da gerade so anfing zu kippen. Heute hat man das Gefühl, alle wollen Influencer werden. Klar. Damals, klar, gab es auch mal ein, zwei Leute, die... gute Reichweiten hatten, aber es war nicht so krass, wie das jetzt ist. Ne? Jetzt ist halt. Ja. Aber ich erinnere mich ein bisschen an die Zeit. Mhm. Dann gab es ja auch so Events, aber du bist auch nicht so oft auf Events gegangen, glaube ich, ne? Nee, ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. Ich war, also Events, wenn ich jetzt auf ein Event gehe, voll fein, also ich fühle mich auch wohl, aber damals, ich wollte halt wirklich modeln. Und wollte nicht zuerst mal auf Events und rote Teppiche und so. Und es war halt, ja, genau das, was halt von der Agentur damals kam. Und dann war ich halt mega enttäuscht. Und ja, das klar, also das heißt, man hat dann gewonnen, wenn ich das richtig verstehe, ich will keine Worte in den Mund legen, bitte korrigiere mich. Ja, ja. Man hat dann diese Vorstellung und dann merkt man so, toll, jetzt habe ich gewonnen und jetzt kann ich auf, keine Ahnung, ein Pferderennen gehen. Ja, genau, dann, ja, es war halt gar nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Einfach. War das frustrierend? Ja, total. Ich war halt, also da war ich echt so, da hatte ich schon so einen Down, weil es war so, man hing halt so ein bisschen fest, so in der Agentur. Die Agentur hat einem schon andere Vorschläge gegeben, aber es war halt gar nicht die Richtung, die ich gehen wollte. So habe ich mich halt nicht, also ich wollte mich selber so nicht sehen. Und dann, ja, ist man so... Ja, da muss, muss man sich die Frage stellen, was man will. Ne? Ja. Wie geht man denn mit der Erwartungshaltung von außen um? Ich weiß, es gibt ja auch, wenn man in der Fernsehshow gewonnen hat, ganz viele Leute, die dann sagen, oh, was macht denn jetzt Celine oder ihr jedes Jahr? Ne? Vielleicht mal über eine andere Gewinnerin. Hatte ich das auch ein bisschen unter Druck gesetzt? Nach dem Motto, von der Celine hört man ja gar nichts mehr, weil du bist ja nicht auf Events gegangen, kaum. Das heißt, ja, genau. Du bist ja auch ein bisschen dann... Ja, ich hatte eher Stress mit... so Magervorwürfen. Ich hatte ja krasse Shitstorms. Wegen heute auch noch? Nee, heute nicht mehr. Gut, war ich habe. Ich hatte ja wirklich viele, viele Kommentare, viele Shitstorms, viele Schlagzeilen.
Stimmt, meine, ich erinnere mich. Meine Urlaubsfoto auch. Ja, genau, ich war dann im Urlaub nach dem Gewinn meiner Family. Ich erinnere mich. Hab ein Urlaubsbild hochgeladen. Und, da habe ich damals sogar ein Video, glaube ich, drüber gemacht, ja. Ja. Aber also was? Das war halt schon hart dann. Ja? Weil eigentlich, ich finde eigentlich nach dem Gewinn bist du halt so krass im Fokus der Leute, dass du halt auch super viele negative Kommentare kriegst. Aber hat sich deine Figur, sag ich mal, das sind ja trotzdem ein paar Monate zwischen Aufzeichnung und Finale, sag mal nochmal ein paar Monate nach dem Urlaub, hat sich deine Figur in diesem Zeitraum verändert? Hast du abgenommen? Nee, hatte ich nicht, aber im Fernsehen, selbst wenn ich mir das jetzt anschaue, mein Gesicht nimmt so den Bildschirm ein, gefühlt. Generell, Fernsehen dicker, ne? Ja, optisch. Fernsehen macht auf jeden Fall dicker. Und dann waren alle so, oh mein Gott, sie hat abgenommen. Dabei hatte ich wirklich nicht abgenommen. Es war halt wirklich krass. Also Fernsehen macht auf jeden Fall ein paar Kilos drauf. Ich meine, auch wenn man jetzt auf dein Instagram geht, da wird das gerade angesprochen. Ich meine, du bist super schlank. Ja. Ja. Aber du machst wahrscheinlich auch viel dafür, ne? Aber ich habe jetzt bei dir nie das Gefühl gehabt, ich weiß noch damals, die Leute mal gefragt haben, Celine hat mehr Hunger als ich. Ja. Du isst, also, das sage ich jetzt nicht damals, noch so. Damals habe ich noch mehr gegessen als jetzt. Jetzt an hast du dich gesünder. Ich bin älter. Ja. Und außerdem werde ich älter, der Stoffwechsel wird langsamer. Ja, aber du hattest du Essstörungen? Nein, ich hatte wirklich keine. Ne, habe ich auch nicht so wahrgenommen. Ich frage jetzt nur. Nee, also, ich hab dich ja erlebt. Ich habe übernachtet. Genau. Ja, ich weiß, was du gegessen hast. Weil ihr habt mir damals geholfen, auf der Berlin Fashion Week überhaupt Fuß zu fassen. Stimmt tatsächlich, weil, muss ich jetzt auch mal sagen, ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen, ist das auch egal, die Agentur gibt es, achso, die gibt es auch immer nicht mehr. Weil tatsächlich von der Agentur ja niemand vor Ort war. Nee, Und deswegen haben wir das ja so gemacht. Ja, es war alles ein Riesenchaos, aber ich war damals ja schon, zielstrebig, wusste genau, ich will das unbedingt hab ich auf die Berlin. Das habe ich gemerkt. Zu jedem Casting, was ich aufgeschrieben habe. Früh um 7 sind wir schon teilweise. Also so. Okay, gut, das war ja damals, ich glaube, so die Fashion Week war mal im Juli. Genau. Und du hast im Mai gewonnen. Genau. Ja, ja. So, das heißt, du hattest ja erstmal noch das Gefühl, auch wenn es ja mal eine Pause war, okay, jetzt hast du so ein paar Jobs auf der Fashion Week. Ich meine, es gibt noch Paris Fashion Week, Mailand, das ist mal noch eine ganz andere Kategorie. Ja, und da ist jetzt, auch jedem egal, was du in Deutschland bist. Ja. Und dann erinnere ich mich, glaube ich, auch dran, das hattest du mal irgendwo in einem Interview gesagt, also nicht mit mir, sondern dass du nach Paris oder Mailand möchtest. Mhm. Das ging nicht, ne? Ach so, mit der Agentur damals? Nee. Die waren halt, die meinten halt, dass ich erstmal in Deutschland bleiben soll und gar nicht ins Ausland gehen soll. Und ich weiß, dass du im Ausland... Das ist halt eine Zwickmühle, ich weiß jetzt im Nachgang, dass du ja im Ausland sehr... Die Leute reden, bringen sich schon wieder auf, weil ich so viel frage, ob ich das so interessant... Ich weiß ja, dass du danach viele Jobs im Ausland hattest. Ja. Aber jetzt steht da die 18-jährige Celine, ich glaube, du warst dann schon 19 geworden. Ja, 19. Du warst noch super jung. Und dann musst du dich ja eigentlich dafür entscheiden, die Agentur zu verlassen. Ja. Weil mit der Agentur kannst du nicht ins Ausland gehen. Genau, und ich wollte ins Ausland und dann... Aber wie krass ist das? Also ich meine, das bespricht man ja sicherlich auch mit der Familie. Das ist ja auch, wenn man keine Erfahrung hat in diesem Business, man hat sicherlich auch Angst vor diesen Verträgen. Klar. Ja, also ich meine, es hat für dich alles geklappt, ja? Sonst würdest du auch nicht hier sitzen. Mhm. Aber, oder vielleicht doch, gerade deswegen. Aber wie schwer ist diese Entscheidung zu treffen. Also nicht die Entscheidung zu treffen, man sagt, ich will ins Ausland gehen, sondern zu sagen, ey, ich will aus diesem Vertrag raus. Ja, das natürlich, es war eine Riesenentscheidung und ich habe da auch länger drüber nachgedacht, ein paar Gespräche gehabt, Telefonate auch mit der Agentur, um irgendwie doch zu reden, ob ich wieder ins Ausland kann, aber es... Und dann im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschieden, halt die Agentur so schnell wie möglich zu verlassen, um keine Zeit zu verschwenden, direkt ins Ausland zu können. Ja. Aber meine Mama hat mir dabei geholfen. Weil alleine so mit 19 bist du halt auch so, Gott. Ja, ich glaube auch einfach, dass man halt Angst hat. Ja, klar. Weißt du, heute ist es ja so, das habe ich jetzt mitbekommen, finde ich ganz schön. Die Mädels sind ja bei Sam Artist, das ist eine Agentur von ProSieben, die gab es bei euch auch schon, glaube ich. Genau, ne? Ja. Und weil die andere gibt es ja nicht mehr, jedenfalls nicht mehr bei GNTM. Und das Schöne ist, die Sam Artist kooperiert tatsächlich mit Modelagenturen. Jetzt. Ach echt? Ja, es gibt jetzt nicht mal dieses Drama, hat mir letztens einer erzählt. Die hat gesagt, ich bin jetzt bei einer Modelagentur. Ich so, ach, bist du bei Sam raus? Nö, ist okay. Die bleiben die Mutteragentur und wir dürfen mit Modelagentur. Ja, aber das geht auch so. Ja, man kann Management haben, für also PR-Management, für Instagram, Influencer-Sachen und dann noch eine extra Modelagentur. Das hätte ja eigentlich der Kompromiss sein können, als du Gespräche gesucht hast, dass man sagt... Aber damals, damals war auch die ganze Branche noch nicht so weit in... Auch generell mit den Influencer-Sachen, das war alles noch nicht so...
jetzt ist es total normal, dass Models beides machen. Aber damals war es noch nicht so, entweder du Models oder du bist Influencer und so kooperieren. Also gerade die Agenturen untereinander, das war so. Du hattest ja viele Follower, ne? Muss man auch mal sagen. Also hast du ja heute auch noch, aber du hast ja auch schon... Ja. Dafür, dass Instagram so aufploppte Größe wurde, hast du ja schon ganz schön abgestaubt damals, ne? Ja, damals ging schnell. Okay, dann warst du aus der Agentur raus und bist ins Ausland. Genau, ich bin nach Mailand direkt. Wie war's? Also zuerst bin ich nach Paris ja. Zu Elite, also eine Modelagentur. Mhm. Und die meinten, dass sie mich direkt worldwide sein. Und dann hatte ich halt, also man muss das so verstehen. Ich meine, das ist eine krasse Agentur, ne? Das will ich mal kurz einhaken. Also dass die Leute das wissen, es ist nicht irgendeine Agentur, sondern es ist schon eine sehr gute Agentur. Ja, es war schon mega für mich, ja. Vor allen Dingen, also normalerweise braucht man halt, wenn man weltweit arbeiten will, braucht man in jedem Land eine Agentur. Und die waren halt direkt so, okay, wir signen dich worldwide. Dann war es halt für mich mega, weil ich hatte direkt in jedem Land eine Agentur. Ja, geil. Ja. Ja, und dann bin ich halt nach Mailand. Für ein paar Monate ein Model-Apartment, also wirklich ganz unten nochmal angefangen. Auch mit einem anderen Instagram-Account bin ich halt zu den Castings gegangen. Wie war denn erstmal der Kontrast von ich lebe in einer LA-Villa und jetzt lebe ich übertreibe jetzt mal in einer ranzigen Model-WG? Ich weiß, ich habe da schon leider oft, also ich weiß nicht, dass ich so ranzig war, aber ich habe auch doch. Schon... die sind ranzig schon, ne? Ja, schon. Also es hat auch nicht, dass man jetzt sagt, man ist etepetete, sondern gar die sind nicht. Schon teilweise wirklich... Ich glaube, viele Leute können sich auch nicht vorstellen, wie man da überhaupt lebt. Also... Aber... Wie ist keine das? Ahnung, ich war... Also viele haben mir immer gesagt, dass ich während der Show auch richtig zurückhaltend war, aber ich bin halt auch... Ich war die ganze Zeit sehr realistisch und halt... vielleicht auch von meiner Family her sehr auf dem Boden geblieben, hab alles sehr neutral gesehen, hab auch nicht so, mir war klar, wenn ich jetzt als Model im Ausland anfange zu arbeiten, als niemand, ich war niemand, im Ausland bist du niemand, wenn du hier bei Gypsy's Top Model machst, bist du im Ausland nichts. Und deshalb war ich so, okay, es ist klar, dass ich jetzt wieder unten anfange. Ja. Aber wie ist denn das mental? Ich fand das krass, dass du das so gemacht hast. Das habe ich auch damals schon gesagt, weil du warst ja sehr jung, heute noch jung, ne? Und warst ja zurückhaltend. Also ich meine, das ist ja mental schon trotzdem eine krasse Sache, allein ins Ausland zu gehen. Da ist niemand mehr, der dich von A nach B fährt. Man muss das alles irgendwie selber machen. Ja. Also mein Ding wäre es nicht. So, deswegen frage ich, ist das schön? Aber, ich weiß nicht, für mich... hat sich die Frage gar nicht gestellt. Ich wollte es so unbedingt. Okay. Es war wirklich so, ich wollte unbedingt das machen, im Ausland arbeiten als Model. Deshalb, aber es war auf jeden Fall hart. Es war auf jeden Fall hart. Aber du bist ja auch, glaube ich, sehr aus deiner Komfortzone raus und bist dadurch auch so gewachsen. Ja, ne? Ja. Ich bin schnell dann auch erwachsen geworden. Also auch dadurch, dass ich war ja dann in Mailand, dann war ich in Paris, London... Warst du nicht sogar in Australien? Ja gut, Australien war ich dann auch. Ja. Und du hast ja auch trotzdem... Und also halt New York. Und, dann. Und du hast ja zum Beispiel trotzdem auch, als Beispiel, wir müssen ja nicht alles nennen, aber du bist für Balmain gelaufen. Genau, was ein sehr großer Name ist. Mhm. Ja. Du hast auch was für Ralph Lauren als Beispiel gemacht. Genau, für die habe ich das Lookbook geshootet in Griechenland. Also lief nicht so schlecht, oder? Nee, aber das hat auch viel... Also viele Misserfolge waren da, viele Castings, also wirklich viele Tränen, viele Nächte, wo ich wirklich traurig war im Model Apartment alleine, vor allen Dingen an Wochenenden. So von Montag bis Freitag läuft man als wenn man gerade anfängt, immer zu Testshoots, Castings, so ist die ganze Zeit irgendwas von der Agentur. Aber am Wochenende bist du halt dann so in Mailand im Model Apartment und da ist dann so nichts. Ich wollte auch nicht feiern gehen, weil ich war, wie gesagt, sehr zielstrebig und war so, okay, wenn ich jetzt feiern gehe, dann sehe ich mich so fit aus am Montag. Das stimmt also ja auch dann, ne? Ja, aber würde ich jetzt anders sehen, als wenn ich zum Feiern gehen. Nein, aber das Ding ist also ich wollte es halt so unbedingt, deshalb habe ich es durchgezogen. Tränen gab es die, weil du viele Jobs einfach nicht bekommen hast? Ja, weil das Model-Business einfach mega hart ist. Ist es immer noch ein Traumjob von dir? Ja, ich bin immer noch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich vermisse auch im Moment das Reisen. Na gut, das hat sich durch Corona ein bisschen verändert, ne? Ja. Aber da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Aber sag mal, wurdest du manchmal dann, sind ja bestimmt auch deutsche Models irgendwo. Haben die dich denn erkannt?
Ja, doch. Wie waren die dann so? Waren die so eher anti, so nach dem Motto, ach, das sind die von GNTM, oder waren die da sehr offen? Deutsche Models waren eher anti. Echt? Ja, okay. Weil die dachten, okay, die denken jetzt wahrscheinlich, sie ist irgendwer. Außer wenn man mich dann kennengelernt hat, dann hat man schon gemerkt, okay, sie sieht sich jetzt nicht als was Besseres, nur weil sie... Aber so viele deutsche Models, also es gibt schon viele deutsche Models, aber ich hatte eher immer mit Ausländischen, also anderen. Ja, also anderen Australien, Personen. Amerika. Ja, viele, also viele Russen und echt? Polen und ja, sehr viel. Und viele aus Holland, also Niederlande. Schon die russischen Models haben immer so ganz krass markante Looks aus. Das ist halt ne? sehr, also ich war ja, also meine Agentur war ja eher so auf High Fashion ausgelegt für die Karriere, einfach weil ich ja noch sehr jung war und dann nutzen die das. Schmale Hüfte und sagen, okay, jetzt erstmal High Fashion. Und gerade da sind russische, polnische Models super gefragt. Weil die haben halt diese Wangenknochen, diesen skinny Look ist halt. Sahst du nicht für High Fashion in der Regel zu jung aus? Weil du hattest ja schon noch so ein richtiges Babyface, das du halt auch noch hast. Du bist, weißt ja, so manche aus Russland oder so, die haben ja dann schon so ein eckiges Gesicht, da können sie auch glauben, die sind 25, aber in Wirklichkeit sind sie erst 16. Ja, ja, das ist ja bei dir eher nicht so gewesen. Ja, ja. Nein. Ging trotzdem, ne? Ja. Du hast gesagt, du bist ja mit einem anderen Instagram hin. Also da frage ich mich natürlich, was macht denn, wir reden immer vom GNTM-Stempel. Mhm. Ist das ein Problem im Ausland? Oder kennen die das eh nicht und wissen nicht, was das ist? Ich weiß nicht, ob sie GNTM wirklich kennen, aber ich war auf jeden Fall im Ausland gelistet als Celine B. und nicht Celine Wiedmann, einfach damit man mich googeln kann. Okay. Weil das Ding ist, gerade so was High-Fashion-Sachen angeht, wie Chanel, Yves Saint Laurent, aber auch Balmain und so, die sind so, die wollen neue Models entdecken. Mm. Und wenn du dann schon irgendwie in einer Show warst in Deutschland, sind die so, okay, das ist irgendwie schon, die ist schon benutzt. Das klingt jetzt... Ich weiß, was du meinst. Ja, nicht neutral, nicht unbefleckt. Nee, und die wollen halt immer neue Gesichter finden und deshalb war es so, okay, ich muss auf jeden Fall richtig undercover. So, das heißt, Balmain wusste es echt nicht, ja? Erst im Nachhinein, glaube ich. Gut, aber Balmain ist aber auch, Balmain ist auch nochmal anders als Chanel und so. Ich meine, Balmain arbeitet mit den Kardashians, ne? Eben. Ich meine, ich liebe die Kardashians. Nee, aber die haben auch weniger was gegen Follower und so. Aber Chanel, glaube ich, finde ich zum Beispiel nicht so cool, ne? Nee. Hast du einen Chanel-Job bekommen? Nee, ne? Oder? Nee, ich war bei einem Casting. Ja, das ist schon und das ist auch schon, das kann sich keiner vorstellen, aber das ist schon so. Eingeladen zu werden überhaupt, ne? Sie sagen so, wir gucken uns die mal überhaupt an. Ja, schwierig. Ja, ich war's. Zweimal, dreimal auf dem Chanel-Casting. Und wahrscheinlich einen anderen Instagram-Account muss man dann deswegen benutzen, weil sonst fragen die dich wahrscheinlich, wo hast du noch die ganzen Follower her, ne? Ja, und es ist einfach, als High-Fish-Model darfst du auch nur so und so viele Posts haben. Echt? Es sind halt so, ja, so Sachen, die in der Branche so, die spricht keiner aus, aber es ist so. Die Kassendirektoren gucken danach. Also die wollen gar nicht so viel Private Stuff und sowas? Nee. Party-Wochenende, eher nicht. Nee, obwohl ich glaube, dass es jetzt inzwischen auch schon wieder ein bisschen anders ist. Aber damals war es auf jeden Fall so. Okay, verstehe ich. Ja. Gab es eigentlich mal, also ich meine, du warst ja schon immer sehr schlank, gab es mal irgendwie eine Agentur, also wenn, bitte keinen Namen nennen hier, die dann mal an deiner Figur rumkritisiert haben? Oder wurde deine Figur immer akzeptiert? Also ich habe an sich... Ich kenne ganz andere Stories von vielen Freunden und aber ja, es wurde mal hier und da gemeckert, aber du so. Ja. Ja, es wurde, ja, aber es ist halt, Modeljob ist halt was anderes als Influencer. Und ja, da ist halt, aber da sind halt bestimmte Maße und da ist es denen egal, ob du keine Ahnung, an der Hüfte, also Hüfte wird ja gemessen am Hintern entlang. Mhm. Wenn du jetzt viel Sport machst und davon kriegst du mehr Zentimeter, auch wenn es in echt eigentlich viel besser aussieht, sind die so, nee, es ist über 90, es geht nicht. Würdest du sagen, dass viele Models, also wenn du gerade bei so Castings warst, gerade auch bei Chanel, würdest du sagen, dass du nicht die schlankste warst im verglichen mit anderen? Ja, es gibt noch viel dünner. Echt? Es gibt auch, ja, klar. Aber auch welche, die halt... So krass, ja? Ja, nee, also ich kam jetzt nie so vor, als wäre ich so, ich wäre jetzt da die Skinny Legend, ne, die daherkommt. Also ich war, auf jeden Fall war ich dünn und ich war jetzt nicht zu dick für die High-Fashion-Sachen. Aber es gibt... Ich meine, wir lachen darüber, schon krass, ne? Ja, aber vielleicht
bin ich ja auch so ein bisschen schon so ein bisschen abgehärtet. Ich sehe es halt einfach als Business und aber du hast dich da, ja, aber du hast dich da jetzt nie in so einen, wie sagt man, in so einen Tunnel bringen lassen, wo man dann mit Essstörungen konfrontiert ist und so. Ja, also, das ist halt krass, weil man kriegt das ja auch sehr, also man, nicht alle Models haben Essstörungen. Ja, um Gottes Willen natürlich nicht, ja. Aber es gibt welche, die Essstörungen haben, weil du halt einfach immer kritisiert wirst. Also es wird nur das Äußere kritisiert und dann kriegt man das schon hautnah mit, gerade in Model-Apartments, so manche echt dran zerbrechen. Halt, muss halt auch ein, also man muss nicht nur ein gewisses Aussehen haben als Model, ich finde, man muss auch sehr, also mental sehr stabil sein. Das glaube ich. Ja, und das ist halt immer so, das finde ich das Problem, weil Leute auf der Straße sind dann so, ah, oh, sie ist groß, sie ist hübsch, also jetzt nicht hier zu mir, sondern random irgendwie zum Mädel, du sollst unbedingt mal Model werden, aber es reicht halt nicht. Nee. Es ist halt, das ist schon ein guter Anfang, groß zu sein und hübsch und ja. Vielleicht, ja. Aber du musst halt auch irgendwie durchhalten. Du, ich kenne diese Geschichten auch von Männermodels und ich denke mir jedes Mal so, ich hab wirklich Respekt davor, weil die Leute ja durch solche Fernsehshows wie Germany's Next Topmodel ein völlig falsches Bild von dieser Branche haben. Mhm. Und ich mir so denke, so wow, also die Realität ist ja. So, also klar, wenn du es irgendwann auf ein Level geschafft hast, dann ist es... Geil wahrscheinlich, ne? Ja, oder wenn du reiche Eltern hast. Oder wenn du reiche Eltern hast, ja. Connections, ja, voll. Aber... Ja, wenn du so wirklich No-Name-Model, also wirklich so von unten anfängst, dann ist es schon hart. Wie ist denn das, dann kam Corona so. Ich weiß, du warst da ständig im Ausland. Mhm, also ja. Du warst ja kaum in Deutschland, du warst ja gefühlt permanent unterwegs. Ja. Und dann genau. Hat dir Corona einen Riegel vorgeschoben. Ja, das war so krass eigentlich, weil ich kam dann aus New York und dann... hatte ich halt, also ich bin ja eigentlich die Jahre davor dann immer nur gereist und hatte zwar noch Zeug mit meiner Family eigentlich so, es war so mein Hauptwohnsitz, aber ich war halt, wenn dann nur ein Wochenende mal da, aber hab umgepackt, bin wieder los oder keine Ahnung, bin halt mal mit in den Urlaub gefahren oder so und dann bin ich halt zurückgekommen nach Koblenz und dann ging es dann ganz lange erstmal nicht los, also es war jetzt erstmal wie lang, ein paar Monate auf jeden Fall. Und dann, das ist schon krass, wenn du vorher nur unterwegs warst. Du warst du überhaupt noch mal richtig im Ausland seitdem? Nee, das ist ja jetzt schon mehr als ein Jahr, geht das ja schon. Warst du nicht, ne? Nee. Weil sich das auch lohnen muss. Also ich im Moment arbeite ich halt auch gut in Deutschland, aber vorher habe ich ja eigentlich fast gar nicht in Deutschland gearbeitet. Ja. Und es war eine riesen Umstellung jetzt einfach durch. Nein, aber ich meine, ja klar, ich meine jetzt auch, die Casings im Ausland werden schwieriger sein. Wegen der Corona-Umstände. Also ich meine, jetzt ist gerade Sommer, jetzt ist die Lage teilweise entspannt. Wobei, in Spanien so geht es ja schon wieder. Obwohl, zum Beispiel, ich würde mal gerne wieder nach Großbritannien. Das geht im Moment gar nicht. Geht alles nicht. Nee, das wollte ich auch gerade sagen. Also, deshalb, also es sind nur phasenweise, ist mal wieder ein Land offen. Genau. Aber dann... ist auch ganz schnell wieder vorbei. Ja, und es lohnt sich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hin möchte, dann muss ich vorher in Quarantäne, danach in Quarantäne. Stimmt, da kommt auch Gott, ja. Ein PCR-Test. Also auch die Kunden im Ausland sind im Moment... Die buchen eher Models, die einfach vor Ort sind oder halt dort leben. Einfach weil die wollen auch nicht 2 PCR-Tests zahlen und Flug und Unterkunft. Und das rechnet sich alles hoch, stimmt. Natürlich. Und also PCR-Tests sind ja schon. Also das rechnet sich schon hoch. Du hast dann auch viel bei Instagram gemacht, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich dann ganz praktisch, oder? Also, weil ich meine, man muss ja auch als Model, das haben wir jetzt mal nicht vergessen, man muss auch als Model Geld verdienen. So wie natürlich auch alle anderen, die durch Corona Probleme hatten auf finanzieller Basis, ja. Eben. Also ich meine, irgendwo muss ja... Ja, ich habe dann auch so, durch Corona war ich dann so, ich könnte eigentlich meine Reichweite noch viel mehr nutzen. Und dann war es mir auch, ehrlich gesagt, egal, was die Agenturen im Ausland jetzt so sagen, weil, sorry, jeder muss irgendwie gucken, wie er... Außerdem habe ich auch wieder Spaß darin gefunden, was ich auch eine Zeit lang nicht hatte, gerade durch diesen Shitstorm am Anfang, also nach dem Finale dann. Ich hatte auch richtig so eine Hürde, generell in der Story zu reden oder so. Einfach weil ich hatte so viel schlechte Kommentare gekriegt zu meiner Stimme, zu allem. Also eigentlich wurde alles kritisiert und da war ich so, okay, am besten lade ich fast nicht so hoch. Das ist halt schon, ja, es bleibt halt schon so im Kopf und dann, aber während der Corona-Zeit habe ich dann wieder viel mehr
bei Instagram jetzt gemacht. Ich weiß, ich sehe den ganzen Tag nur dich vorhin in meinem Vorschlag. Was ist gut? Ja, klar, ich gucke das ja auch immer, dann sagt mir der Algorithmus ja an, okay. Ne? So. Aber gab es irgendeinen Auslöser, wodurch du dann dieses, also bei mir ist es auch aufgefallen. Auch jetzt, ganz anders. Celine von Paris. Ich meine, Menschen entwickeln sich zum Glück, ne? Stillstand ist das Schlimmste im Leben, ja? Ja, eben. Aber gab es irgendeinen Auslöser, wodurch dieses extreme Selbstbewusstsein gekommen ist und ich auch das Gefühl habe, du bist wirklich in der Mitte, du hast dich gefunden, du bist total happy, du bist total outgoing, total selbstbewusst. Also, ja, ganz anders als damals. Nicht ganz, aber jetzt viel. Ist da irgendwas, oder war das ein schleichender Prozess oder gab es irgendwas, wo du gemerkt hast, so, boy, das war's jetzt? Ich glaube, es waren einfach die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe in der Zeit nach dem Finale bis jetzt und dann noch während der Corona-Zeit hatte ich dann, also ich war die ganze Zeit am Reisen, habe viel erlebt und dann im ersten Lockdown habe ich dann alles erstmal verarbeitet und dann irgendwie dadurch bin ich auch nochmal irgendwie, ich hatte Zeit, mich so, also mal auf andere Sachen zu konzentrieren als nur das Modeln, weil vorher ich habe gemodelt, ich bin ins Fitnessstudio gerannt, aber ich hatte, klar hatte ich ein paar Leute, die ich kannte dann, ein paar Models im Ausland, aber ich hatte jetzt keine Freundesgruppe oder so. Ich hatte gar keine Zeit, ich hatte auch gar keine Zeit für Boys oder zum Feiern oder so. Und ja, deshalb hat sich da auch so ein bisschen mein Mindset seit dem ersten Lockdown so ein bisschen verändert, weil man einfach sieht, wie schnell auch du einfach gar nichts mehr machen kannst. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, im ersten Lockdown war ich dann so, okay, ich war in den letzten Jahren nicht einmal aus, ich war kaum irgendwie groß essen oder so und dann konnte ich es jetzt auch nicht machen. Oder, ja, also im Lockdown ja, und dann war ich so, ja, und dann finde ich, realisiert man erst, was man alles nicht gemacht hat und was man hätte machen sollen noch. Und ich glaube, dadurch, dass du auch nach Berlin gezogen bist, hast du natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass du eine feste Base hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen. Ne? Ja, genau, bin ich ja nach Berlin gezogen und einfach weil ich nicht in Koblenz dann. Ich habe dann gemerkt, okay, ich bleibe jetzt erstmal in Deutschland und dann habe ich jetzt ziemlich schnell entschieden, einfach nach Berlin zu ziehen, weil hier auch viele Freunde wohnen und ja. Jetzt mal so rückblickend. Wir haben vorhin über diese Zeiten an Germany's Next Topmodel gesprochen. Also du hast dort gewonnen, hattest eine ganz andere Erwartungshaltung. Warst dann, ich sag mal, ein bisschen down, weil du gemerkt hast, es funktioniert nicht so. Hast dich dann ja irgendwann entschieden, aus diesem Vertrag rauszugehen. Wir haben das jetzt so abgetan, nach dem Motto, ach, easy, AG, alles kein Problem. Aber das wird ja trotzdem wahrscheinlich eine Phase gewesen sein. Es dauert ja auch immer alles ein bisschen. Es ist ja nicht so, man schickt heute einen Brief hin und dann ist es vorbei, sondern das ist ja bei allem, ne? Das ist ja letztendlich wie ein Arbeitsvertrag, wenn du bei dem Arbeitgeber kündigst, bist du auch nicht sofort. Ja, und noch ein bisschen komplizierter. Genau, ein bisschen komplizierter. So, das wird ja wahrscheinlich trotzdem eine Phase gewesen sein, die dich sehr belastet hat. Deine Familie logischerweise genauso. Ja. Ist ja auch normal. Wie siehst du das jetzt rückblickend, dass du dort mitgemacht hast, gewonnen hast? Ja. Ich meine, heute bist du in einer unglaublich guten Situation. Für dich hat sich das Leben ja gut entwickelt, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Bereust du deine Teilnahme? Nee. Also bereuen tue ich sie auf gar keinen Fall, weil ich halt währenddessen viel erlebt habe, viel generell gewachsen bin. Ich weiß nicht, ob ich jemals mich getraut hätte, mich selbstständig zu machen, weil wenn das keiner aus der Familie macht, ist es schon so. Mhm. Alle sind so, okay, mach Abi, Studium und dann mach irgendwie was ganz Ordentliches. genau, und dann deshalb glaube ich schon, also ich bereue es auf keinen Fall, aber kein Aber. Ich bereue es nicht, aber dann doch ein Aber. Naja, aber es gab auch Zeiten, die nicht so cool waren. Aber es ist halt auch nicht alles mega gewesen. Diese Frage habe ich mir auch schon gedacht, du hast es gerade selber entspiegelt, weil ich frage mich immer, ob du wirklich mit diesem Biss, wie du ins Ausland marschiert bist und auch gute Jobs abkassiert hast, ob du das auch gemacht hättest, wenn du da nicht mitgemacht hättest und wenn du nicht gewonnen hättest. Gut, gewonnen ist jetzt, haben wir jetzt auch Dritte werden können. Mhm. Ich glaube, dass dich das vielleicht trotzdem irgendwie gepusht hat. Ja. In deinem Kopf, ich will modeln. Ja. Mal unabhängig davon, von diesem ganzen Blödsinn, der danach passiert. Ich meine, das Leben ist geht immer mal komische Wege, kann ich ein Lied von singen. wie du weißt. ja, aber bist fein mit allem, ja? Ja, ich bin happy. Und bist du auch trotzdem stolz, dass du gewonnen hast? Oder ist dir manchmal unangenehm? Es ist für mich einfach schon, also es ist super süß, wenn Leute auch kommen, oh Gott, herzlichen Glückwunsch noch oder was weiß ich. Oder, oh mein Gott, du hast damals gewonnen, aber für mich, also klar, deshalb kennen mich auch viele Leute und deshalb habe ich generell auch die Follower und so. Ich meine, die muss man auch halten oder zumindest, also sind jetzt auch nochmal gestiegen, aber es ist halt so,
für mich schon so lange her, ich so sage, ich bin jetzt inzwischen schon wieder auf andere Sachen stolzer vielleicht. Und du wirst schon noch oft angesprochen, oder? Ja, jetzt, ja, dadurch, dass ich jetzt wieder aktiver bin, auch bei Instagram, bei TikTok. Geht's wieder los. Ja, stimmt, du bist ja bei TikTok sehr erfolgreich, stimmt. Ja, jetzt seit einem Jahr mache ich das halt auch wirklich jeden Tag. Genau, und mache das jetzt, also jetzt fangen ja auch wieder die Modeljobs an und jetzt mache ich das halt noch dazu, ist halt noch ein bisschen extra Arbeit. Ja. Aber es macht nach wie vor Spaß, du siehst jedenfalls so aus wie jemand, der Spaß bei der Sache hat. Ja? Ja, also für mich ja. Ja, habe ich. Ja, hast recht. Okay, dann danke ich dir, das war sehr interessant, wie ich finde. Und jetzt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das gerne nachholen und bei ihr bei Instagram stellen, es ist alles unten verlinkt. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Wir werden wahrscheinlich in, keine Ahnung, ein paar Jahren noch mal gucken. Schon vor, in 10 Jahren. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich hoffe nicht erst in 10 Jahren, aber, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Und wenn sich die Situation in der Welt ein bisschen ändert, wirst du ja wahrscheinlich auch wieder ins Ausland gehen, oder? Ja, hast schon, oder hast du gar nicht mehr so richtig Bock? Doch. So, nochmal wieder New York und alles, ja? Ja. Auf jeden Fall. Okay, dann haben wir ja auf jeden Fall genug Sachen, die wir in Zukunft sprechen. Ich möchte auf jeden Fall wieder reisen. Ich meine, ich bin erst 23, ne? Kann man noch ein bisschen... Da geht noch ein bisschen was, glaube ich. Ja. Okay, dann verabschieden wir uns. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.